Lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein Jahr, ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende. Nein, das wird jetzt keine Neujahrsansprache. Haben wir schon genug gehört, na, von unseren verbimmelten Politikern. Wir wollen jetzt hier heute am letzten Tag des Jahres ja, ein schönes Liebesorakel, ein schönes Liebestarot machen. Auf meinem Startschild-Kanal habe ich ja schon jetzt ein Video auch hochgeladen. Da geht es darum, was geht denn ab am 01.01.24? Und ich kann dir sagen, da geht es gleich mal richtig zur Sache energetisch. Also, wenn du gut gewappnet sein willst, wenn du dir gute Impulse gleich zum Jahresstart abholen möchtest, ja, dann schau rüber auf den Kanal. Ich blende es am Ende vom Video mal hier oben ein. Da kannst du mal gucken, was ist denn richtig und wichtig, gleich am 01.01. des Jahres die Energie mitnehmen, dass wir volles Rohr, volles Karacho ins neue Jahr hineinkommen, und zwar richtig gut. Wir wollen hier aber auch mal schauen, denn das neue Jahr beginnt ja jetzt. Es ist so, dass man natürlich sich immer Vorsätze macht fürs neue Jahr. Ich will nicht mehr rauchen, ich will weniger trinken, ich will mehr Sport machen. Ja, sowas hält dann in der Regel 2, 3 Tage an. Aber man darf natürlich auch mal in der Liebe schauen. In der Liebe gucken, wo bin ich denn oder was war denn das Jahr über so ein bisschen um mich herum? In der Liebe, war das ein Griff ins Klo? Ist das eine unendliche Geschichte? Habe ich mich aufgerieben, aufgearbeitet an einem Menschen, dessen Aufmerksamkeit und Liebe ich haben möchte, und es will einfach nicht wirklich funktionieren? Ist das überhaupt Sinn der Sache? Weil Liebe soll ja schön sein. Ich will was von dir, du willst was von mir, wunderbar. Ich will was von dir, du willst nichts von mir, oder du weißt nicht, ob du was von mir willst. Auf Wiedersehen. Ja, gleich weg. Na, dass man dann nicht in den Zustand kommt und sagt, ja, ich warte und warte und warte und warte, weil wer mich kennt, weiß, ich sage immer, ja, warte nicht zu lang auf einen Menschen. Das heißt, unser aller Lebenszeit ist ja begrenzt. Na, irgendwann wirst du einen anderen Partner haben und wirst dir dann denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß ja noch, auf den habe ich damals monatelang gewartet, und unterm Strich ist es doch nichts geworden. Also zu fühlen und zu spüren und zu sagen, okay, gut, also dann willst du nichts von mir, oder du weißt nicht, was du willst, und ich kann in meinem Leben keine Leute gebrauchen, die nicht wissen, was sie wollen, und die schon gleich gar nicht wissen, ob sie was von mir wollen oder nicht. Dann geh, denk nach, ob du was willst oder nicht, sag mir dann einfach Bescheid, ich lebe derweil mein Leben weiter. Na, ich bin dann mal bei mir, mach meine Sachen. Weil auch du willst ja im Leben, du willst fröhlich sein, du willst happy sein, du willst deine Leichtigkeit haben, du willst Spaß haben, du willst auch immer lachen, bis dir der Bauch weh tut, du willst dein Leben genießen, deine Tage, die da sind, genießen, die Dinge, die kommen, willst auf dich freuen und möchtest sagen, okay, ich genieße mein Leben. Und wer bei mir sein möchte, der darf bei mir sein. Und wer es nicht weiß oder nicht sein will, ja, bitte dann wieder schauen. Na, ich bin ja nicht auf der Welt, um es irgendjemandem recht zu machen. Ich bin auf der Welt, um es mir recht zu machen. Dass es mir gut geht. Na, und ich sorge natürlich auch mit dem, was ich so tue, dafür, dass es dir gut geht. Also ich habe einmal mein Jahresresümee gemacht. Also das waren jetzt auch wieder über 1000 persönliche Readings in diesem Jahr, die ich gemacht habe. Unzählige, ich glaube fast 500 Videos, die ich gedreht habe. Und es macht mir einfach Spaß, und ich mache es einfach gern, weil da auch eben so viel Dankbarkeit zurückkommt. Und es mir einfach Spaß macht, ja, für euch da zu sein, für dich in deinem privaten Reading da zu sein, dich zu unterstützen. Das macht mir wirklich Spaß. Deswegen wird es mich hier auch noch etwas länger geben, weil ich da einfach Freude dran habe. Und du musst auch überlegen, tust du, was du liebst? Liebst du, was du tust? Wenn nein, hingehen, anschauen, ändern, Stellschrauben drehen oder dich ganz abwenden. Das ist so das, was man einfach jetzt mal mit ins neue Jahr nimmt. Und ja, hinsichtlich des Themas jetzt hier und auch in der Liebe wollen wir jetzt in diesem Reading mal schauen, ja, diese Warterei
auf diesen Menschen, mit dem du gerne zusammen sein möchtest? Lohnt sich das überhaupt? Ja? Lohnt es sich, auf ihn zu warten? Das ist natürlich auch immer eine der dieser Fragen, die man sich vielleicht nicht selber gerne stellt, weil man natürlich auch irgendwo Angst hat vor der unbequemen Wahrheit. Und vor der Erkenntnis, okay, da jetzt dran zu bleiben an diesem Menschen, das bringt nichts. Das bringt nichts, das wird nichts. Oder sehen wir jetzt auch zum Jahresbeginn vielleicht in seiner Energie ein Umdenken? Vielleicht macht er sich ja die gleichen Gedanken. Vielleicht denkt er sich auch, naja, also Partnerschaft wäre schon mal ganz gut. Da bist du ja eigentlich geeignet, ja, eine geeignete Kandidatin. Warum denn eigentlich nicht? Es kann oft und immer mal zum Umdenken kommen, auch beim Wunschpartner, dass ihm da mal ein Licht aufgeht und dass er mal sagt, ach so, ja eben, da könnte man ja mal was starten. Das schauen wir uns jetzt an. Lohnt es sich, auf ihn zu warten? Und dann wollen wir mal gucken, ob sich die Warterei lohnt oder ob du vielleicht auch einen ganz anderen Weg hast. Na, vielleicht hat das Schicksal ja auch noch andere Dinge mit dir vor, die du gerade nicht so wirklich siehst und wahrnimmst, weil du eben mit deiner Energie an einem Menschen dran bist, der dich davon abhält. So, wir wollen schauen. Jetzt geht es dann auch schon los und wir gucken mal rein. Übrigens, Verlose-Aktion ist ja beendet. Ich werde jetzt dann die Tage mal den Warenkorb füllen auf Amazon, werde euch dann auch die Rechnung zeigen, dass das alles seine Ordnung hat. Das Video ja für die Auslieferung, das kommt natürlich dann auch noch. Also wenn du jetzt heute oder morgen nichts hörst in Sachen Verlosung, das läuft. Machen wir alles, kommt noch. Aber jetzt wollen wir erstmal den Jahreswechsel genießen. Na? Also, wir schauen mal. Die erste Karte, die da fällt, da geht es um den Mond. Der Mond ist aufgegangen, die Sterne leuchten. Habe ich es jetzt dann bald? So, die Sterne leuchten hell. So, der Mond. Wenn ich frage, lohnt es sich auf ihn zu warten? Die Hauptaussage, natürlich der Mond, die Gedanken, die Wünsche, die Ängste, die Emotionen, die Sehnsüchte. Also ich sehe jetzt schon rund um dich und deinen Wunschpartner irgendwie so den Flair von, ja, kannst denn da jetzt bitte endlich mal vorwärts gehen? Weil ich liebe ihn, ich habe Gefühle für ihn, ich denke, er hat vielleicht auch Gefühle für mich. Da sind Umstände da, da sind Situationen da, die das Ganze schwierig machen. Kannst denn da nicht mal endlich vorwärts gehen? Vielleicht macht er dir auch Hoffnungen, ja, die er nicht erfüllt. Na, also der Mond, das ist schon so eine Karte für die Sehnsüchte, für die Wünsche, für die Emotionen. Also ich sehe, hier geht es ja schon richtig zur Sache gleich. Wenn ich dir sage, rund um das Thema du und er lohnt es sich zu warten. Ganz, ganz viele Emotionen, ganz, ganz viele Gedanken. So, gut. Mond auch gern mal so eine Karte für Unklarheiten. Ist das jetzt hier schon wieder unscharf oder was? So. Ist auch so ein bisschen eine Karte für, doch auch für Unklarheiten, aber auch Ängste. Also es geht hier rundrum. Wo ist denn überhaupt eigentlich mein großes Glück? Entschuldigung. Wie finde ich denn das? Wie komme ich denn dahin? Und da bin ich wieder bei einem meiner berühmten Themen, das gehört jetzt eigentlich auf meinen Starchild-Kanal. Das Glück, das du im Draußen suchst, ist eine Schlampe. Das ist nur kurz da oder es kommt gar nicht. Du hoffst, dass es kommt im Draußen. Du wünschst dir, dass es kommt. Du weißt nicht, ob es kommt und du weißt auch nicht, wie lange es bleibt. Das wahre Glück im Leben ist einfach das, es sich selbst zu erschaffen. Du musst schauen, dass du für dich selbst happy bist, glücklich bist, dass du in einen Zustand kommst, wo du sagst, ich brauche niemanden in meinem Leben. Niemand. Nur, ich brauche nur mich selber, ich brauche meine Erfüllung, ich brauche meine eigene Mitte, ich brauche meine Energie. Ich kann mein Glück und mein Glücklichsein selber machen. Ja, ich brauche keinen Wunschpartner, um glücklich zu sein. Ich brauche nicht ja, Menschen und Anerkennung im Draußen, um glücklich zu sein. Ich brauche nur mich, um mir mein eigenes Glück zu erschaffen. Das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema, na, weil
Wir sind ja heutzutage alle unterwegs und immer damit beschäftigt zu schauen, was kann ich mir jetzt kaufen, dass es mir gut geht? Welcher Mensch soll jetzt bei mir sein, dass es mir gut geht? Wo kriege ich meine Aufmerksamkeit, dass es mir gut geht? Was kann ich mir irgendwie anschaffen, dass es mir gut geht? Es ist alles draußen. Aber innen in dir drin ist es leer. Und das darfst du auch mal mit Glück füllen, mit Zufriedenheit füllen, mit Dankbarkeit füllen, dass du irgendwann auch in diesen Zustand reinkommst und sagst, ja, also ist ja ganz nett, wenn du mit mir zusammen sein willst, können wir auch probieren, aber brauchen tue ich niemanden in meinem Leben. Schön, wenn du da bist, aber ich brauche dich nicht, um glücklich zu sein. Ich bin selber glücklich. Na? Und da geht es auch darum, mit der Maske, ja, da weiß man nicht so recht. Na? Dieses Loslassen, dieses Warten, die Maske, ja, machst du dir etwas vor? Macht er dir vielleicht etwas vor? Ja, macht er dir Hoffnungen? Wirft er dir vielleicht immer mal so ein paar Brotkrumen hin? Ne? So, ach, ich bin vielleicht schon noch da. Ne? Ist ja auch immer gerade gefährlich, wenn er weiß, dass du was von ihm willst. So, da ist ja schon mal der Jagdtrieb beim Teufel. Ne? Mann will ja jagen und will nicht gefüttert werden. Das heißt, du kannst dich auch gerne mal für ihn so ein bisschen interessant machen, indem du sagst, ach so, naja, dann ziehe ich mich zurück. Oder du sagst, ach naja, ich gehe heute mal mit einem anderen Mann Kaffee trinken, da will mich jemand kennenlernen. Und schon ist der Jagdtrieb des Mannes geweckt. Ne? Das ist auch so ein Tipp, den ich gerne mal mitgebe. Du musst dich interessant machen. Wenn der immer weiß, du willst ja sowieso was von ihm und er kann dich ja eh immer haben, wenn er will, bist du nicht so interessant, wie wenn er sich immer anstrengen muss. Na, wenn er sagt, oh, jetzt geht die mit einem anderen Kaffee trinken, da muss ich jetzt aber mal ganz dringend etwas tun. Na, so einfach funktioniert es manchmal auch. Und wir schauen jetzt mal bei ihm rein, was sieht man denn da an Energien? Also wir haben ja jetzt hier oben schon gesehen, sehr, sehr viel hin und her gerissen sein. Da ist auch ja, das Streben nach Glück, die Sehnsüchte nach Glück, die Maske, die sagt mir auch schon, naja, nicht so ganz sicher, ob der dir da was vormacht. Was wir jetzt bei ihm hier zum Beispiel sehen, das Gericht, na gut, das Gericht, das ist auch irgendwie so eine Karte für die Erlösung, das ist ein Neubeginn, das ist ein Erwachen und eine neue Entwicklung. So, schön, du siehst ja, wie die Menschen hier aus ihren schwarzen Kisten emporsteigen und sagen, Hurra, der Engel der Erlösung ist gekommen. Da geht es schon auch für ihn um einen Neubeginn. Und ich habe es gerade ja anfangs schon gesagt, gut möglich, dass er sich jetzt hier auch zur Weihnachtszeit, zum Jahreswechsel auch sehr, sehr viele Gedanken mal um sich gemacht hat. Entschuldigung, irgendwie habe ich mich hier ein Kloß im Hals. Und er sagt, ich möchte auch mal aus meiner schwarzen Kiste emporsteigen. Ich möchte vielleicht tatsächlich einen Neubeginn. Ich möchte die Erlösung haben und ich möchte natürlich vielleicht auch eine Wandlung haben, weil ich bin auch irgendwie ein Stück weit wach geworden, was das Thema Alleine sein angeht. Na, ich möchte vielleicht doch noch, dass es etwas wird. Und jetzt sind wir schon wieder bei der Aussage, die ich nicht so gerne tätige. Könnte es sein, dass es sich das Warten jetzt hier lohnt an der Stelle, weil, wie gesagt, beim Gericht geht es tatsächlich um Neubeginn, Erlösung und Erwachen. Vielleicht ist er ja endlich erwacht. Hosianna. Und wir schauen mal, was wir da für Klärungskarten bekommen. So. Naja, da geht es ja schon wieder zur Sache, ne? Also, ach ja, wir schauen die Karte an. Was gibt's denn da? Aha, schau, er hat da so seinen gewissen inneren Konflikt. Ich sage es ja immer, innerer Konflikt. Du bist, wo du nicht sein willst. Du willst was machen, was du gerade nicht tust. Oder du tust etwas, was du nicht machen willst. Ne? Ein innerer Konflikt. Also ich glaube, er ist gerade irgendwie in einer Situation, in der er nicht sein will. Und daher auch wahrscheinlich die Karte, das Gericht, dass ich schon einen Neubeginn möchte. Ich möchte einfach was Schöneres haben. Na, ich bin erwacht, ich habe mich jetzt mit meinen Gedanken, mit meiner Situation beschäftigt. Ich habe festgestellt, Selbstzweifel, innerer Konflikt, mir geht es da nicht so gut. Vielleicht gibt es da nochmal die Chance für einen Neubeginn. Also auch er ist gerade dabei, sich damit zu beschäftigen, wo geht es denn für mich lang?
Und mit der Karte das Gericht zeigt es auch schon sehr in deine Richtung, muss ich natürlich jetzt auch offen und ehrlich gestehen. Na? So, die Zwischenwelt ist auch noch da. Das heißt ja, warum ist denn das Gericht gefallen? Neubeginn, Erlösung, Erwachen. Erwachen aus der Zwischenwelt, Erwachen aus dem inneren Konflikt, Erwachen aus dem Selbstzweifel. Also diese Energien, die wir jetzt da schon wieder für ihn haben oder bei ihm haben, zeigen mir in der aktuellen Kollektivenergie, die geht ja auch immer eine Zeit lang, dass hier sehr, sehr viel Umdenken da ist. Und ich glaube auch, ja, das bringt die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel einfach mit sich. Weihnachtszeit, melancholisch sein, besinnlich sein, viele, viele Gedanken haben rund um sich selber. Jahreswechsel, oh mein Gott, ich brauche gute Vorsätze, was will ich denn da nächstes Jahr machen? Und dann kommt schon so eine Art von Erwachen zustande, wo ich dir sagen kann, da geht es bei ihm auch schon wieder im Kopf rund. Ich meine, wir haben es ja gestern auch schon im Reading gesehen und wir schauen jetzt mal bei dir rein. Was darf ich bei dir wahrnehmen, wenn es darum geht, loslassen oder warten? Ja, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal die Sonne. So, die Sonne, das ist ja die höchste Glückskarte. Geht natürlich bei dir auch um dein Lebensglück, logisch. Ist ja auch für dich Jahreswechsel, ist es auch für dich ein bisschen nachdenken, was möchte ich denn neu machen, was möchte ich denn anders machen, wo kann ich denn ins Glück gehen oder wie kann ich denn auch mein Glück generieren oder erschaffen für mich selber. Also ist tatsächlich das Thema jetzt bei dir, ich habe es ja da oben gesagt bei der Sonne, das Glück kommt eigentlich aus dir. Man sagt ja, Happiness starts with you. Das Glücklichsein startet mit dir selber. Ja, von daher umgibt dich das Thema auch schon so ein bisschen. Na, vielleicht hast du auch schon dir überlegt, ja, ich mühe mich ab, ich streng mich an, ich tue und mache und mache und es passiert nichts und es kommt nichts und ich gebe meine Energie Tag, für Woche, für Monat an einen Menschen weg, wo nichts zurückkommt. Also rein gar nichts. Ja, da kann ich meine Energie eigentlich viel besser auch für mich nehmen und benutzen und einsetzen, dass es mir gut geht. Ja, ist auch so, aber wir sehen ja bei ihm, dass da so ein bisschen das Umdenken schon einsetzt. Also, vielleicht fällt die Maske, ja, die Erlösung ist nahe, ja, klingt ja wie beim Neujahrsgottesdienst. Und nein, ich bin kein Pfarrer. Wir schauen jetzt mal bei dir in willst du ja, in die Klärungskarten hinein. Ja, da ist ja auch der Kompass. Es geht jetzt auch ganz stark bei dir um einen Richtungswechsel und um einen richtigen Weg. Ich habe es dir ja gerade schon gesagt, wenn er eh schon so unterwegs ist, ne, und sagt, okay, Erlösung, Befreiung, Neubeginn, Gedanken ums große Glück, dann bist du jetzt auch am Drücker. Ja, weil der Kompass, das ist auch immer so die Karte für einen Richtungswechsel. Wenn wir jetzt hier schon sehen, er überlegt ja eh schon gerade, wie das nochmal was werden kann, dann kannst du auch gut und gerne mal einen draufsetzen, wenn du die Möglichkeit hast und ihm einfach mal zeigen, ach Gott, ja, ich werde jetzt mal mit einem anderen Mann Kaffee trinken gehen, wenn er zum Beispiel mal wieder schreibt oder sich meldet, sagen, ach Mensch, kannst du später noch mal anrufen? Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Date und dann wird er mal ganz schnell wach, ja, weil dann kriegt er nämlich hier Fracksausen und Torschusspanik. Also das können wir dann auch mal so forcieren. Ich meine, es funktioniert eigentlich so gut wie immer, wenn der merkt, ich kann dich nicht mehr immer haben, wenn ich will, weil du eh immer da bist. Wenn er merkt, du entgleitest ihm und du gehst um Gottes Willen mit einem anderen Mann Kaffee trinken, dann wird er mal ganz schnell wach, weil dann haben sich die Dinge nämlich mal ganz, ganz schnell geändert. Na? Also Richtungswechsel für dein großes Glück, andere neue Strategie mal ausprobieren. Das ist ja auch das, was ich gerne mal in meinen persönlichen Readings auch als Mann sage, weil ich als Mann kann deine Situation in Bezug auf deinen Wunschpartner natürlich auch noch mal wieder ganz anders wahrnehmen und einschätzen. Wie tickt der Mann? Was ist das für ein Mann? Was braucht der? Ja, vielleicht einen Tritt in den Hintern, man weiß es nicht. Und es geht auch um deine Leichtigkeit. Also dieses Warten, wie lange du noch wartest, das bestimmst alleine du. Und in welche Richtung es geht, bestimmst aktuell hier in der Kollektivenergie, in diesem Reading auch du.
Na? Also er will ja schon wieder, na? Du kannst das jetzt hier beschleunigen. Gib ihm nicht das Gefühl, dass er dich immer haben kann, wenn er will. Das ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Ausgangsposition, für eine Partnerschaft. Mach dich interessant, zieh dich auch mal zurück. Sei mal mutig, na, da haben wir sie ja auch nochmal, die sieben Stäbe. Da geht es schon auch so ein bisschen ums Mutigsein. Da geht es auch darum, überlegen zu sein. Da sieht es das ja, wie er so dasteht und sagt: Ja, komm du nur, mein Freund, ich habe schon die richtige Waffe dabei, dass ich dich jetzt mal aus der Reserve locke. Na, also ruhig mal mutig sein und sagen: Okay. Alles klar, du brauchst Zeit, du lässt mich warten, du speist mich mit Brotkrümeln ab. Ja, dann werde ich dir jetzt das nächste Mal erzählen, dass ich demnächst mal ein Date zum Kaffee trinken habe mit einem Mann, der mich schon länger kennenlernen möchte. So, und dann darfst du mal ganz schnell aufwachen, mein lieber Freund. Also, das kann der Plan sein, dass man ihn da mal so ein bisschen aus der Reserve lockt. Also, ruhig mal mutig sein, einen mutigen Schritt gehen, weil die Frage des Readings ist ja, lohnt es sich, auf ihn zu warten? Und von daher, ja, kann sich durchaus lohnen, ja, sage ich. Und du kannst es aber auch beschleunigen. Na? Hier bei dem Hund natürlich nochmal so eine Karte, wo ich sage, die Anhaftung von euch beiden ist da, die gibt es schon, von ihm an dich, von dir an ihn, alles ist da. Der Hund natürlich auch so eine Karte, du darfst dir selbst treu sein. Du darfst sagen, okay, ich nehme jetzt mal die Zügel in die Hand, das Zepter in die Hand, bin mal mutig und werde jetzt mal ihn so ein bisschen aus der Reserve locken. Und mal schauen, inwieweit ich den da als mal antriggern kann, dass er sich mal bewegt. Und die Dinge werden sich dann auch in die richtige Richtung entwickeln. So, das ist der Turm. Der Turm, sage ich schon, das ist die Karte der Entwicklung. Das ist eine langsame Entwicklung, aber sie geht in die richtige Richtung. Wenn du also mutig bist und nicht immer nur wartest und wartest, ob jetzt was kommt, ob er sich meldet, ob er eine Antwort schreibt, sondern auch mal selber hingehen und sagen, wenn eine Nachricht von ihm kommt, hey, ist gerade schlecht, kannst du dich später nochmal melden. Das sitzt schon. Na, ich habe gerade Turm gesagt, weil der sitzt da auch an der Hauptenergie. Der Turm heißt, auch du darfst dich mal, also fingiert, erfunden, bisschen zurückziehen, um zu sehen, was er tut. Weil jetzt ist der richtige Zeitpunkt da, ihn aus der Reserve zu locken. Na, weil der darf schon auch wissen, dass dich andere Männer auch attraktiv finden. Na, und dann kann es für vorwärts gehen. Wir haben hier die vier Stäbe. Das ist eine schöne Karte. Das ist ja die Karte der Zusammenkunft und das ist ja auch die Glückskarte. Also du kannst dir jetzt dein Glück holen. In diesem Reading, du kannst einen weiten, weiten, großen Schritt vorwärts kommen mit ihm. Du darfst mutig sein, du darfst dir dein Glück holen, du darfst einen Richtungswechsel haben und du darfst auch Leichtigkeit haben. Lass es dir von ihm nicht schwer machen. Dreh den Spieß um und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ja, wünsche euch allen jetzt mal einen tollen Rutsch ins neue Jahr. Lasst krachen, betrinkt euch, lasst Raketen steigen, genießt den Abend, lasst den Raclette glühen und ansonsten, ja, würde ich sagen, hören wir uns im neuen Jahr. Bleibt gesund, seid lieb zueinander, kommt gut rüber und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!